Für eine Vollsperrung von etwa einer halben Stunde auf der A28 zwischen den Anschlussstellen Kreinbrück und Harentor sorgte ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten am Freitagmittag. Nach Angaben der Autobahnpolizei kam ein Autofahrer aus dem Landkreis Ammerland, der in Fahrtrichtung Leer unterwegs war, gegen 11.30 Uhr in Höhe der Autobahnauffahrt Eversten mit seinem Opel Astra aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Weitere Fahrzeuge waren dennoch nicht betroffen. Da der Verletzte nicht in der Lage war, aus eigener Kraft aus dem Pkw zu steigen, musste ihn die inzwischen eingetroffene Feuerwehr mit technischer Hilfe aus dem Fahrzeug befreien. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Feuerwehr und Polizei reinigten die Fahrspur und konnten nach etwa 30 Minuten den Verkehr in Fahrtrichtung Norden wieder freigeben.